Thomas Rohrig, ganz kurz vor der Abfahrt zur Tour de France hat es heute noch eine Überraschung gegeben, beziehungsweise ein Mitbringsel für Frankreich. Die sind die Schuhe kristallinisiert worden. Ja, also ich freue mich natürlich sehr über den sehr speziellen Schuh. Ich hoffe, dass er mir Glück bringen wird in Frankreich jetzt und in den 3 Wochen. Und dass ich mit den Kristallen hoffentlich ein bisschen meine Gegner blenden kann, damit ich sie abhängen kann nachher. Die Idee dazu ist, glaube ich, bei einem Besuch der Kristallwelten entstanden. Genau so ist es. Ich bin im Joe Margreiter damals auf einer Veranstaltung eingeladen gewesen und da sind wir irgendwie zufällig nur auf das Reden zu reden gekommen, dass es eigentlich toll wäre, auch am Schuh ein paar Kristalle raufzupicken. Und ja, jetzt ist das, wie gesagt, mehr als gelungen. Ich finde das, wie gesagt, optisch einfach ein Meisterwerk und freue mich jetzt schon sehr, mit dem Schuh nachher bei der Tour de France am Start gehen zu dürfen. Es ist ja dein erster Tour de France Start. Wie sind so die Erwartungshaltung vorher? Ja, also das Ziel ist eigentlich einmal nach 3 Wochen auf den Champs-Élysées in Paris einzufahren, sturzfrei zu bleiben. Das sind einmal die 2 größten Ziele. Und alles, was nachher kommt, ist eine Draufgabe. Also geht es da eigentlich mit nicht zu großen Erwartungen rein. Ich möchte einfach ein attraktives und aktives Rennen fahren und lasse mich dabei dann überraschen, was rauskommt. Die Vorbereitung war ja nicht ganz schmerzfrei. Beim Giro d'Italia hat das Wetter dir ein Schnippchen geschlagen, dann bei der Dauphine ein Rippenbruch. Wie geht es dir jetzt gesundheitlich? Ja, also ich habe jetzt heuer leider ein bisschen ein Pech gehabt, war ein bisschen verfolgt vom Pech, aber ich sage, das kommt mir jetzt dann wahrscheinlich hoffentlich alles zugute bei der Tour de France, dass dann das Glück auf meiner Seite ist und nachher hoffe ich, dass ich das auch in super Resultate umlegen kann. Gibt es da schon Etappen, die du ein bisschen ins Auge gefasst hast? Sind es die Alpen, sind es die Pyrenäen? Das sind sowohl die Alpen als auch die Pyrenäen. Es sind viele sehr, sehr schwere Etappen dabei, wo man Chancen hat, auf einen Etappensieg zu fahren oder vielleicht aufs Bergtrikot loszugehen. Ich muss einfach schauen, was möglich ist und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Super, danke dir. Danke, danke.